Hallo ihr Lieben, ich habe ja so unglaublich viel zu tun im Garten. Es ist so viel los in jeder Ecke, überall sprießt das, überall ist das am Wachsen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Da liegt was an, da ist das super dringlich oder an anderer Stelle ist das super dringlich. So sieht es gerade in meinem Garten aus. So, und anstatt jetzt in Panik zu verfallen oder mir so eine Last auf die Schulter zu packen, zeige ich heute in diesem Video, wie ich das so angehe. Wieder mal so ein bisschen anderer Blickwinkel, Alternativmethode, wie man möchte. Und wie fange ich da am besten an? Mit diesem Klemmbrett. Ich habe mir so ein Klemmbrett angeschafft, beziehungsweise mehrere auch wegen der Stadtgartensache. Die verwende ich jetzt mittlerweile anders. Aber zu der Zeit mit der Anzucht, mit den Jungpflanzen, mit dem Aussehen, was irgendwie wie wann kommt und zu der Zeit irgendwie dran ist mit dem Beeten, Vorbereiten. Ihr kennt das noch, für alle, die mich länger verfolgen, dass ich Anfang des Jahres immer so Stück für Stück hier peu à peu was gemacht habe und ziemlich viele Beete. Und da bleibt es natürlich auch nicht aus, dass es nachwächst und ich irgendwann damit wieder zu tun kriege, wie jetzt zurzeit. Wir hatten viel Regen, davor viel Sonne und ich habe dieses Klemmbrett und laufe jetzt einfach erstmal rum und gucke, was überhaupt anliegt. Also es ist so viel immer im Kopf. Ich kann euch empfehlen, schreibt das nieder, dann geht das aus dem Kopf raus, denn das ist dann schon mal deutlich erlöster. Und so peu à peu, vielleicht nach meinen Prinzipien, könnt ihr dann eure Gartenarbeit schaffen. Ich werde jetzt mit diesem Klemmbrett rumlaufen und also da fällt mir schon so einiges ein und ich bin auch gerade schon eine Runde gelaufen. Das ist echt richtig am Sprießen, vor allen Dingen die Quieke. Und deswegen schauen wir einfach mal. Also ihr kommt jetzt mit und ich zeige euch mal den ersten Anlaufpunkt. Das ist so ein typisches Beet oder auch das davor. Das sind so Sachen, wo ich gerne bei möchte. Das hier habe ich total vernachlässigt. Immer wieder liegen geblieben und ich habe gerade mal geguckt. Also ich sehe durchaus großen Knoblauch. Den werde ich euch noch vorenthalten. Wandert dann in einen Gartenrundgang zum Zeigen. Weiß nicht, ob ich da überhaupt noch beigehe oder ob ich da jetzt so mit lebe, weil ja, die Knoblaucherntezeit ist ja jetzt Ende des Monats zum August rüber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und deswegen, ja. Aber was ist für mich wichtig an der Stelle? Hat es funktioniert? Habe ich Sorten bei, die den richtigen Jahresrhythmus haben? Weil es gibt ja Winterknoblauch, Sommerknoblauch. Und da wollen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Also der sieht echt toll aus. Schade, dass ich euch das vorenthalte. Ich bin ein bisschen gemein gerade. Also das ist eine Geschichte, die werde ich aufschreiben als Option. Ich habe hier, wenn ihr mal sehen könnt, grünen Zettel, gelben Zettel. Hier kommen die Sachen drauf, die ich machen kann. Und das betrifft generell super viel. Bei dieser Geschichte habe ich mich gerade dazu geäußert. Ich weiß noch nicht, ob ich mich da noch drum kümmere oder ob ich das jetzt so lasse und mitlebe. Und deswegen ist es eine Option, eine Möglichkeit. Wenn es nichts wird, dann ist es halt, wie es ist. Das, was ich da sehe, sieht schon sehr vielversprechend aus. Aber ich schreibe trotzdem mal auf Knoblauchbeet. So, das Knoblauchbeet hat aber auch ein paar Tomatenpflanzen. Diese Tomatenpflanzen, die ließen sich auch noch ein bisschen frei machen, aber alles, was ich jetzt sehe, das wird die Pflanzen nicht daran hindern, ordentlich zu wachsen. Das sieht super, super gut aus. Aber ein Beet weiter. Hier gibt es natürlich jede Menge Beikraut, aber es ist noch lange nicht so schlimm wie da drüben. Hier werde ich auf jeden Fall, hier vorne sieht es sogar super gut aus. So viel ist das gar nicht. Dieses Beet ist also auch eine Option. Wie nenne ich das? Tortenbeet Mitte. Auch eine Option. Hier kann ich bei. Bei euch jetzt rechts im Bilde, bei mir beim Foodsharing stand, hier gibt es ein bisschen To-Do. Wir hatten so viel Strom, das ist jetzt auf jeden Fall kaputt gegangen. Vielleicht ist der auch tatsächlich nochmal umgefallen und irgendwer hat mir den lieberweise wieder aufgestellt. Das werde ich auf jeden Fall mal aufschreiben. Foodsharing. Und ich mache mir das einfach, also da kommen wirklich nur so ein paar Stichpunkte rein, denn den Rest weiß ich. Also wenn ich die Stichpunkte habe, ist es meine Eselsbrücke, um alles zu wissen, was da so zu tun ist. Ja, und hier vorne an der Ecke habe ich zwei Tomatenpflänzchen, die muss ich euch gar nicht im Nahen zeigen. Die hier braucht mal ein bisschen Zuneigung. Und zwar habe ich hier oben ein Loch, die kriegt ein bisschen Unterstützung, aber hat auch noch Zeit. Und deswegen schreibe ich hier hinter auch nochmal mit Tomate in Klammern beim Foodsharing. So, weiter geht's. Das Beet ist schön. Das sieht super aus, oder? Das hattet ihr schon die ganze Zeit in der Linse. Der Bereich ist somit abgeschlossen, auch das eine Beet, was ich da hatte. Gehen wir mal darüber. Welch ein Glück noch mit dem Wetter. So, dieses Beet hat zu vereinzelten Sachen drin, aber auch jede Menge Beikraut. Ist aber auch alles noch nicht schlimm. Das behindert die Pflanzen nicht beim Wachstum. Jetzt so wie beim Knoblauch, das war natürlich direkte Konkurrenz und dann hemmt das auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall definitiv nicht so gut, das so lange unberührt zu lassen. Aber naja, ich lebe mit, wie gesagt. So, bei diesem Beet wieder eine Option. Und meine Mutter hat mir ja
eine Pflanze vorbeigebracht, beziehungsweise mehrere. Und hier hinter mir steht noch der Bärenklau. Der hat er noch nicht reingefunden. Das ist der wahre Bärenklau. Der soll rein. Den schreibe ich an sich auch nochmal auf. Somit habe ich jetzt den Bärenklau, der noch so rein muss. Und beim Beet schreibe ich mir einfach nur noch auf Beet Sonnenblumen. Weiß ich auch, was gemeint ist. Somit ist das auch gedanklich schon mal abgehakt. Weiter geht's. So. Und hier nebenan ist ja der Kartoffelacker. Das ist wirklich der Bereich hier und der. Dicke Bohnen, Erbsen, Kichererbsen und so weiter und so fort. Aber hier habe ich nahezu nichts gemacht. Also das könnt ihr sehen, das ist wild am Sprießen. Das ist eine Geschichte, die ist für mich sehr dringlich, damit die Kartoffeln vielleicht noch einen Schub kriegen. Also hier ist noch der Hopfen und Malz verloren, auch wenn ich spät dran bin. Hier schreibe ich mal die Kartoffeln auf. Warum eine gelbe Farbe? Es ist dringlicher. Und ich habe keinen Rot gewählt oder ein Orange oder so, weil das wieder so einen negativen Effekt hat. Also rote Farbe hat auf uns einen Effekt und ich benutze positive Farben. Grün für meine freie Wahl. Ich kann mich ganz frei fühlen, wo ich irgendwie beigehe. Es ist alles, wie soll man sagen, es bringt mich alles in die richtige Richtung. So, Kartoffeln aber wichtig, da werde ich nicht mehr so lange warten. Schauen wir hier nochmal in die Ecke. Also hier sieht ja alles super aus. Echt toll. Oh, schön, die Nachtkerze. Ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall auf den Gartenrundgang freuen, das garantiere ich euch. Und ja, Beifuß ist jetzt mittlerweile auch schon so groß geworden, dass ja, dieses Fleckchen Erde ist so für sich. Und das habe ich mir so gewünscht in meinem Garten, dass man sich hier flanieren kann oder vorne auf dem Hocker oder hinten oder zwischendrin oder bei den Weiden und dann hat man diese Freude. Also hier vorne ist alles check, da muss ich gar nichts machen. Wo ich aber hier stehe, ich werde hier natürlich irgendwann mähen und das ist jetzt nichts, was ich aufschreibe, weil das kommt von alleine. Auch hier nebenan habe ich ein bisschen noch zu tun. Gemeinschaftsarbeit. So, weiter geht's. So, auch hier vorne alles super, muss ich nichts tun, in dem Bereich aber. Von euch aus ein bisschen sehr, sehr zugewachsen. Das ist auch eine Geschichte, die kommt auf die gelbe Liste und zwar Tomatenbeet. Die Pflanzen haben viel zu viel Konkurrenz. Tomate habe ich drin, ich habe eine Physalis drin und den Palmkohl. Sowie Minze, die sowieso schon vorhanden ist. Hier, das könnt ihr auch sehen, hier ist alles ein bisschen verwildert. Auch der hintere Bereich jetzt durch den Regen richtig einen Schub gekriegt. Das ist so Sensarbeit. Aber es macht nichts, sobald ich am Mähen bin, gehe ich sowieso immer alles peu à peu durch. So, hier vorne wieder Palmkohl, Tomate. Hier war eigentlich ein Salat. Fujikato ist nicht mehr da. Da haben wir noch eine Tomate. Tolle Minze. Da die Minze, wie gerade schon erwähnt. Ja, und die Geschichten hier sind eigentlich leicht rausziehbar. Vor allen Dingen jetzt nach dem Regen ist das die optimale Zeit zum Beikraut jäten. Also, ein Tipp von mir, nach dem Regen, wenn der Boden feucht ist, wie auch immer, auf jeden Fall sind die Sachen besser zu jäten. Ich muss aber sagen, auch wenn sie gut rausgehen, finde ich es gründlicher, wenn ich das durchhack. Bleibt weniger Wurzel stecken. Gut, Liste geht weiter. Hier vorne sind wir noch im tollen Bereich. Hier seht ihr den Salat, der geht hoch und hat wunderschöne Blüten, wie ich gesehen habe. Eigentlich wollte ich den rausreißen, den lasse ich nun aber drin. Der Bereich hier sieht super aus. Tomaten voll. Ui, die sind sogar schon richtig groß. Ich bin total begeistert. Also, das ist alles wunderbar. Hier hinter gibt es noch eine kleine Reihe. Sieht auch alles toll aus. Also das Beet unberührt. Dahinter die Sonnenfalle definitiv ganz wichtig. Viel zu voll. So, und hier hinten ist sonst nichts. Das ist hier auch so eine Geschichte. Ne? Also die Banane sieht richtig toll aus. Die wächst dieses Jahr richtig gut. Ah, da gibt es noch einiges an Zeit, wo die sich breit machen kann oder in die Höhe schießen kann. Hier ist ja noch so Verschiedenes drin. Ne? Muss ich auch nicht beigehen. Hier vorne seht ihr aber den Bereich. Da kann ich auf jeden Fall einkönnen. Kann ich mir frei aussuchen. Platz beim Apfelbaum. Guck mal, wie klein die Liste ist, so kompakt, da braucht man keinen riesen Aufwand, das reicht nachher als Überblick. So, und jetzt geht's weiter hier zur Banane, da möchte ich noch was erzählen. Die Banane ist echt wundervoll gewachsen, also echt richtig schön, ich bin so begeistert. Das macht auch langsam Hoffnung, dass ich dann Blätter auch zum Grillen benutzen kann. Jetzt sind ja schon vier dran, aber wenn das hier bald flöten geht. Also Banane steht super da, andere Farbe kann ich allerdings erkennen. Die darf gerne ein bisschen Dünger haben. Die stand schon ein bisschen besser da. Hier sieht man noch ein bisschen mehr grüne Farbe. Also möchte gedüngt werden. Und da kommen wir zum nächsten Punkt. Für meine gelbe Liste. Düngen.
Und zwar überall im Garten. Ich habe noch Brennnesseljauche, die möchte weiter verteilt werden. Ich habe super Ergebnisse auch dieses Jahr mit der Brennnesseljauche wieder erzielt. Und ihr braucht keine teuren Dünger oder so, wenn die Brennnesseljauche im Grunde genommen umsonst ist. Also Brennnesseljauche kann ich euch empfehlen. Düngen. So, Stelle abgehakt. Hier kommt auch schon ein bisschen Gras durch. Macht nichts, ist alles noch nicht so dramatisch. Das ist so eine Geschichte, die kann ich dann irgendwann wieder angehen. Aber der mittlere Bereich, der ist noch ziemlich frei. Und was so an kleinen Sachen zu sehen ist, das braucht keinen direkten Handlungsbedarf. So, hier sieht es super aus. Guck mal, wie viel wir schon abgearbeitet haben. Wir haben im Grunde genommen schon drei Viertel oder so weg. Na, nicht ganz. Also die Aufgaben sind ja verschieden. Aber von den Beeten her, drei Viertel ist weg. So, weiter geht's. So, und zwar hier vorne alles wunderbar. Hier der Bereich Tomaten auf jeden Fall auch. Beikraut befreien, ganz dringend. Zuschauerbeet, der kann überall so ein bisschen Liebe vertragen, aber ist nichts Dramatisches im Grunde genommen hier nur bei den Tomaten. Gut, weiter geht's. Hier nebenan beim Kiobeet war ich ja größtenteils schon bei dem Bereich. Das sieht schon sehr, sehr frei aus, kann aber noch zu Ende gebracht werden. Deswegen Keyhole, Rest. Oh, hier ist das schon. Oh. Oh, das lenkt mich ab. Oh, das lenkt mich ab. Oh, so ein schöner Duft, diese Nachtkerzen. Die braucht ihr auch in eurem Garten, wenn die euch fehlen. Hier sieht es echt super aus. Brennnesseln kann ich auf jeden Fall ein bisschen was tun. Da der Bereich, wo der Spinat war, da ist auch irgendwo so eine einsame, verlassene Tomate. Braucht alles auch noch Liebe. Deswegen wird das Keyhole-Rest doch ein bisschen größer mit Keyhole-Rest-Rest. So, weiter geht's. Das war's auch schon hier auf der Ecke. Also das sieht soweit super aus. Auch nicht so viel Arbeit. Hier muss ich auch nichts tun. Oh, schön. Hier kann man sogar Saatgut gewinnen. Toll. Geht bald los. Also, die Geschichte möchte ich ganz gerne hochbinden. Da habe ich dann noch hinten was, was ich benutzen kann. Deswegen schreibe ich hier auf. Malven. Wunderbar. Ich gucke hier einmal durch. Podest kann auch gemäht werden. Das gehört aber zum Mähen. Ach, wisst ihr was? Ich schreibe mal auf. Großes Sensen. Das passt. Da in der Ecke kann ich auf jeden Fall die Malven auch unterstützen. Die hier stehen super da. Haben sich gegenseitig beschützt hier. Fingerhut, Nachtkerze und Malve passt wohl gut zusammen. Hier wächst übrigens auch noch eine Kronlichtnelke, aber das sind alles so Sachen, das zeige ich euch dann in einem Gartenrundgang. Ja, und somit, wie es ausschaut. Ah, hier haben wir doch ein paar umgeknickte. Die brauchen ein bisschen Hilfe. Vielleicht werden die auch ganz abgeschnitten. Hier wartet auf jeden Fall jede Menge Saatgut. Das freut mich. Werde ich einfach mal wild verteilen bei mir im Garten. So, und das war's jetzt. So, und was mache ich mit dieser Liste? Wie schaffe ich das, dass es für mich sich nicht nach Gartenarbeit anfühlt? Es ist so, ich könnte das jetzt auch ohne Liste machen, im Garten rumlaufen, aber ich fand, das war mittlerweile so viel, dass das mal aus meinem Kopf raus musste. Das sind jetzt so die Sachen, die ich ganz gerne machen möchte. Vorne beim Naturzaun Hochbeet ist auch alles gut, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Somit jede Menge, was so anliegen kann, aber unterm Strich ist es gar nicht so viel. Ne? Also ich habe hier viel kann. Hier dann ein bisschen dringlicher Kartoffeln. Ja, das Tomatenbeet, Sonnenfalle, Düngen, Zuschauerbeet. Und wisst ihr was? Dann schaue ich, wenn ich das durchlese, so wie jetzt, worauf habe ich denn Lust? Oh, schön Sonne. Begleitet mich noch ein bisschen. Ja, und ich schnappe mir jetzt ein Beet. Ihr könnt weiter dranbleiben, mir ein bisschen beim Garteln zusehen. Und ja, ich denke, ich schnappe mir die Sonnenfalle und das Tomatenbeet. Da habe ich Lust zu. Ich hole mir meine kleine Hacke, mein Lieblingswerkzeug. Liegt auch schon da vorne, weiß ich aus meinem eigenen Video. Das habe ich im Video entdeckt. Ach, das Ding habe ich noch liegen lassen. Ja, so ist das halt bei mir. So, Tomatenbeet, Sonnenfalle. Das sind doch schon mal zwei Sachen, die ich machen kann. Müssen tue ich ja auch nichts. Und somit ist das etwas, worauf ich mich freuen kann. Ich habe da Pflanzen im Beet, die brauchen ein bisschen Hilfe, die haben super, super viel Konkurrenz. Und ich werde jetzt einfach ein bisschen zusehen. Ich werde hier wieder schön beschallt, wie schön. Das ist dieser schöne Gesang. Das ist bestimmt wie eine Amsel. Ich kann sie diesmal nicht sehen. Oh, das war im letzten Video auch so schön. Echt. Also, wenn ihr das letzte Video noch nicht geguckt habt, da oben geht's längs. Auf jeden Fall eine schöne Runde gewesen. Ich hatte ein Zaungras da und auch so wie ich hier das jetzt so ein bisschen angegangen bin, so habe ich auch da Tipps für euch. Hey, wie gehe ich denn so mit dem Thema Schiedwetter um? Dreckswetter, Unwetter, schlechtes Wetter, viel Regen, viel Dürre, wie auch immer. Ja, das verrate ich da in dem Video. Verlinkt habe ich es euch und bevor ich euch jetzt lange mit zappeln lasse, werden wir jetzt einmal rüberhuschen und ich gehe das einfach mal an. Ich denke, das wird eine ganz fixe Geschichte.
Alles, was ich brauche, ist jetzt das Teil. Oh, hier haben wir eine wilde Tomate. Kann ich doch einfach mal stehen lassen. Oder war die gewollt? Habe ich ganz vergessen. Ja, auch Tomate, Tomate, Tomate. Das wollen wir aber raus haben. Ne? So, ganz easy. Schmeiße ich wieder auf den Rasen. Hier ist echt alles voll Tomate. Wunderbar. Was ist denn hier mit denen? Kommt da noch was bei rum? Sieht nicht so wirklich danach aus. Ja, das ist eine Geschichte, die werde ich auch rausreißen. So leicht und weg. Na, dann kann ich hier auch wieder sensen, wunderbar. So, hier habe ich eine Physalis. Ja, dann macht das keinen Sinn. Tomate auch raus. Die habe ich sicherlich nicht gepflanzt. Hoffentlich war das keine Physalis, die nachher keine Früchte trägt. Aber wer weiß. Tomate, 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 immer noch Tomate. Hier haben wir ein bisschen Ackerwinde. Wo kommst du her? Da, aus der Tiefen. So, so mache ich das immer mit Liebe. Guckt euch das mal an. Jetzt hat die Physalis ein bisschen Platz gekriegt, kann atmen. Und ich kann mir das viel, viel fokussierter letztendlich angucken. Und die wird sich auch viel freier fühlen. Oh, die Erde ist hier auch echt toll wieder. Ne? Genau wie beim Kiholbeet. Das macht sich langsam. Ist keine Geschichte, die von heute auf morgen funktioniert, aber so an diesem fluffigen Boden und... Ach, man merkt das einfach. Das ist toll. So, und so gehe ich hier durch von dieser Seite, so weit wie ich komme. Der Kohl möchte auch in Ruhe gelassen werden von den ganzen Tomatenpflanzen. Wow, super. Oh, jetzt habe ich ein bisschen den Kohl beschädigt. Macht nichts. Blatt ab. Noch ein Blatt ab. Ach, wunderbar. Wie viel Spaß das wieder macht. Nur Tomaten. Ach, schön. Das ist so beruhigend. Das ist so gut. Ich hatte auch erst... gedacht, dass ich hier gar nicht mehr hin kann, aber ja. Mein Hahn und hier den Kuchen, die Haselnuss, ist vielleicht nicht ganz so clever, aber wie ihr seht, das geht schon und ist gleichzeitig eine Achtsamkeitsübung. Ich meditiere ja auch gern. Oh, da haben wir schon, oh, schöne, schöne fluffige Erde, schön, alles voll Tomaten. So. Guck doch mal, das zeigt sich doch schon. Physalis Salat, Palmkohl und Tomate. Und so gehe ich hier weiter durch von dieser Seite, wo ich so rankomme. So, und da diese Tomate schon vor meiner Nase ist, kann ich doch wunderbar mal ein bisschen ausgleizen. Das ist keine Zuckerbusch. Das sind übrigens Sachen, die ich auch gerne im Beet liegen lasse. Gar kein Problem. Mulchen ist aber noch nicht dran, deswegen noch kommt das erstmal raus. Sehr vieles von dem, was jetzt draußen liegt. So, und jetzt könnt ihr mal gucken, damit die Pflanze nicht zu viel Kraft verschenkt und in die Höhe geht, kommen hier nochmal die Geiztriebe raus. Ich habe das in anderen Videos ja auch schon gezeigt, auch wie ich mit Freilandtomaten so umgehe. Im letzten Jahr, da gibt es bestimmt irgendwann mal ein großes Update. Aber wer das verpasst hat, letztes Jahr war so, so viel Regen. Und deswegen habe ich auch dementsprechend mit Braunfäule zu tun. Schaut euch das mal an. Ich werde euch das oben rechts verlinken. Ja, das sieht doch super aus. Und hier jetzt auch alles. Schön. Das war doch jetzt echt kein Akt, oder? Und es hat super Spaß gemacht. Ich lächle immer noch. Also kein Gefühl von Arbeit. Und so mache ich das weiter in die linke Richtung. So weit, wie ich komme, wie ich Lust habe, so mache ich das immer. Wenn ich irgendwann die Lust bei irgendwas verliere, dann lasse ich das einfach liegen. Dann lasse ich das einfach liegen. Wunderbar. So, einmal rüber. Dieses Beet hat mir letztes Jahr auch echt Spaß gemacht. So richtig, richtig Spaß. Hier ist natürlich deutlich mehr drin. Aber auch hier kein Problem. Einfach irgendwo anfangen, die Sachen rausholen. Wenn es schneller gehen soll, ist man ein bisschen rabiater. Langsam gehen soll, kann man das langsam machen. Es wird sowieso irgendwas wieder nachwachsen. Also das garantiere ich euch. Oh, da hängt auch die erste Tomate. Wunderbar. Oh, eine super Sache. Echt, das geht richtig gut hier alles. So, was soll auch noch alles raus. Ach, schön. Eigentlich alles easy going. Schöner Boden. Ich habe schon wieder die Zeit vergessen. Ich habe vergessen, dass ich ein Video anhab. So wie beim vorletzten Video. Das vorletzte Video habe ich auch so was Schönes gemacht. Und
hat kaum wer gesehen, hat kaum wer mitgekriegt. Und deswegen, ich werde euch das auch nochmal oben rechts verlinken. Es war eine richtig schöne Zeit im Garten. Es war so schön, entspannt. Vielleicht kann ich ja den einen oder anderen anstecken da draußen. So, hier vorne bin ich schon durch, so fix ging das. Und jetzt hüpfe ich da einmal rüber. Soweit sieht das hier echt super aus. Na, hier können wir noch mal ein bisschen bei. Das war lang. Und am Ende noch heil. Wunderbar. Oh, die Minze, das riecht hier gerade so schön. Na, hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen. Die Quecke schreitet voran. Also ich habe jetzt, was das angeht, glaube ich, erst einmal Beikraut gejätet. Und es ist noch nicht zu spät. So, hier sieht es doch schon super aus. Ja, jetzt geht es hier nochmal bei. So, auf Dauer wird das für euch, glaube ich, langweilig. Deswegen spule ich ein bisschen vor und zeige euch jetzt einmal das Ergebnis. So, schaut euch das an. Wunderbar leicht. Easy, alles frei. Auch hier alles wieder seinen Platz. Bin ich sehr zufrieden mit. Guck, so fix ging das. So, und in dem Abteil ist es richtig voll gewachsen. Aber auch im positiven Sinne. Und hier kann ich auf jeden Fall beigehen. Wenn ich hier durchkomme durch den Urwald, Brennnesseln brauche ich nicht. Na, kann ich hier einmal hintreten. Das ist doch eine super Stelle. So, und hier muss ich mich jetzt ein bisschen vorsichtiger durchgucken. Das finde ich schön. Da auch Oregano, richtig, richtig viel. So, und hier unten begraben ist irgendwo eine Jalapeno. Da ist sie. Die lasse ich natürlich stehen. Ich mache es jetzt gerade drumherum frei. Und zwar, wo habe ich sie denn gesehen? Da ist sie. Hier unten. Könnt ihr jetzt noch nicht sehen. Deswegen, ich mache ein bisschen weiter frei. Oh, ist das hier locker, richtig schön. Sieht auch wunderbar aus. So. Ich weiß, hier hatte ich irgendwo was eingepflanzt, was ich nicht wiedergefunden habe. Leider, leider. Tada, so sieht das jetzt aus. Da haben wir noch einen Rhizom. Ein bisschen tiefer. Tada. Hier bin ich mal grob durchgegangen. So sieht das jetzt aus. Es ging recht fix. Bin jetzt auch sehr zufrieden, habe zwei Beete geschafft und kann jetzt... So, zwei Sachen von meiner gelben Liste, dringlicheren Liste, sind jetzt abgehakt. Und das reicht mir jetzt auch für heute. Ich denke, das ist ein gutes Ende für die ganze Geschichte. Ich möchte euch dazu einladen, ein bisschen den Blickwinkel zu verändern. Das passiert generell so bei mir in der Doku-Serie. Ich mache die Sachen einfach generell ein bisschen anders. Ich vertraue der Natur. Die Natur hat so unglaubliche Kraft. Und alles in Verbindung, wir sind ein Teil des Ganzen, kann so viel bewegen. Und wenn man sich das Ganze als Freude aufbaut, als etwas Positives, nicht als Gartenarbeit, dann ist die ganze Geschichte ganz locker und man hat Spaß. Guckt, ich lächle immer noch, habe jetzt zwei Beete fertig und so wird es demnächst weitergehen. Ich hatte ein Glück, heute Abend noch ein paar Stündchen zu haben, das reicht aber für heute. Die Sonne haut auch so ganz langsam ab da hinten hinter euch. Ich werde jetzt auch gleich meine Sachen packen und dann geht's nach Hause. Das soll es dann auch gewesen sein. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen und für alle, die noch kein Abo dagelassen haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr dieser Doku-Serie beitretet. Das Ding ist was fürs Allgemeinwohl, nicht nur für mich. Und auch unter den Videos könnt ihr immer wieder sehen, dass Diskussionen stattfinden und ihr euch dort auch gegenseitig helfen könnt. Da waren schon echt super tolle Sachen da. So, ich möchte euch noch ein bisschen was an die Hand geben für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. Denn auch mein Jauche-Video ist ein bisschen untergegangen. Ich werde da oben einmal gleich das Jauche-Video verlinken und unten die Doku-Serie. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sage tschüss, euer Lars. Viel Spaß bei den weiteren Videos und weg!